So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist nicht mal 24 Stunden her, dass im Livestream noch groß gesagt wurde, wir sollen noch mal die Jungs von Holy Hall besuchen. Perfekte Idee. So verrückt ist er, der Philipp, gell? So, jetzt sind wir hier. Erstmal vielen Dank, Johannes, dass wir so spontan das überhaupt machen konnten. Ja. So spontan habe ich zwar auch nicht gedacht, gell? Boah, gestern krass, Abend, ne? Gestern ja. Abend angeschrieben. Ich bin auch ehrlich gesagt, wir wollten das ja schon seit vorletztem Jahr Messe machen. Ja. Komplett drüber hinweggekommen. So, irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, aber man hat ja auch immer irgendwo was zu tun, ne? Obwohl ich wirklich jeden Abend, bei mir ist es mittlerweile so, dass ich abends meistens so Instagram-Stories durchgucke, ne? Bei uns? Und, ja, generell. Und bei euch weiß ich halt, ist abends immer was zu sehen, weil ihr seid ja auch wirklich immer am Schrauben, ne? Das stimmt. So, ne? Gerade jetzt mit der neuen Halle hier, ist natürlich geil, ne? Halle bauen und Autos bauen. Krass. Ja. Ne, also wirklich A-Qualität, aber das werden wir ja drinnen noch sehen. Und wirklich 24/7, ne? Das stimmt. Muss man schon wirklich sagen. So, wir sind jetzt hier. In eurer neuen Holy Hall. Ganz genau. Vorher viel, viel kleiner, jetzt riesig groß. Ja, wie das halt immer so in der Jugend anfängt. Man fängt halt irgendwann in der eigenen Garage an zu schrauben, gell? Wie ich zum Beispiel. Irgendwann haben wir da eine Gruppe gebildet quasi und das hat sich dann halt etabliert bei mir, war dann der Hotspot Nummer 1, meine Garage. Nachbarn sich gefreut? Nachbarn sich immer gefreut, auch platzmäßig. Natürlich die ganzen Autos, die man jetzt hier dann zu sehen bekommt, die standen dann bei mir irgendwo in der Straße oder im Hof oder in der Garage. Da war wirklich alles vollgepflastert. Und deswegen mussten wir auf kurze oder lange Sicht uns mal was Neues anschaffen. Also ich muss wirklich sagen, als ich die ersten Bilder gesehen habe, ist absolut auch mein Volltraum die Halle. Ja. So, ne, mit diesen eingelassenen Bühnen. Klar, für euch, gefühlt seid ihr jeden Abend lackieren mit Lackierkabine, ist natürlich auch voll geil. Ne? Ja. Heftig. So, aber das seht ihr gleich. Eine letzte Frage noch, ihr macht das bis heute ja nicht Vollzeit. Genau, also ich bin noch voll berufstätig, mein Kollege der Fabian auch noch voll berufstätig und das sollte eigentlich immer ein Hobby irgendwo bleiben, gell? Allerdings wissen wir halt nicht, ob wir das auf Dauer noch stemmen können, sage ich mal so. Das heißt wirklich 7 bis 16 Uhr erstmal normal und dann noch Vollgas hier? Ganz genau, täglich. Krass, also da gehört halt schon eine Portion Motivation einfach dazu, dass du dann wirklich abends noch sagst, hier, oder halt auch ein geiles das Team, stimmt. Also was einen motiviert. Man muss halt auch was drauf hinarbeiten, wenn man irgendwie was erreichen will, muss man halt arbeiten dafür, das nützt halt alles nichts. Gell? Privatleben kommt da viel zu kurz, weißt du wahrscheinlich selber. Ne? Oder es gibt gar keins einfach. Aber wenn man das liebt oder macht, was man liebt, ne, ist es ja toll. Weil ihr macht ja mittlerweile nicht nur, dass ihr auch Autos umbaut, Klamotten habt ihr, Pflegemittel habt ihr, das ist ja eigentlich schon mittlerweile ziemlich. YouTube-Videos, eins die Woche, machen euch immer eine Infokarte rein, könnt ihr direkt draufklicken. Das ist übrigens schwierig, das hört sich zwar wenig an, eins die Woche, gell, aber das ist halt extrem zeitaufwendig, gerade wenn du hier so ein Konstrukt hast oder Autos baust wirklich. Zumal, wenn du Autos baust und das alles noch filmen musst, gell, oder den Kameramann dann dazu holen musst, das ist halt alles zeitintensiv, was dann meistens 50% länger dauert, das alles zu filmen, als wenn man einfach drauf losbaut und macht diese Arbeit. Ja. Das ist schon krass, was das für Zeit frisst. Vor allen Dingen, wahrscheinlich 50% ist noch untertrieben, wahrscheinlich eher noch viel, viel mehr, ne? Genau. Weil man kommt ja auch immer mal wieder an so Punkte, wo du gerne weitermachen wollen würdest, aber kannst ganz genau aber weißt, nicht. Ich muss das jetzt erst kurz filmen, sonst kann es nicht weitergehen, ne? Oftmals ist es auch ärgerlich, dass du dann den nächsten Step und Step und Step schon machst, weil du einfach gerade drin bist und im Nachhinein denkst, ah, hätte ich das nun nicht schon umgebaut, das hätte ich noch unbedingt zeigen wollen, gell? Aber wenn man da halt manchmal so im Flow drin ist, dann gibt es dann manchmal ein paar ganz schöne Zeitsprünge. Sag ich ja, mal nee, so. Da ist eins die Woche schon sportlich. Andererseits bei uns ist es halt auch so, ne? So wie jetzt gerade. Ich denke mal, das Ganze geht in 48 Stunden online. Ja. René freut sich schon richtig, richtig entspanntes Wochenende wieder. So hat sich auch wirklich genau gepasst. Livestream gestern voll viele geschrieben, ey, von Holy Hall und so weiter. Ne? Und wir eh noch überlegt gehabt, was wir jetzt machen. Weil bei uns ist es ganz oft so, dass wir halt einen Großteil der Projekte, da sind halt auch noch Firmen zwischen, die irgendwelche Teile anfertigen. Ja. So, und jetzt schiebe ich nicht nur für ein YouTube-Video irgendwas in das Projekt dazwischen und baue irgendwo weiter, wenn ich noch gar nicht so weit bin. Dann ist es mir einfach egal. Man muss halt solche Sachen suchen. Ne? Deswegen hat sich das perfekt gepasst. Aber weil ihr gerade sagt, 24 Stunden ist das Video fertig. In unserer Anfangszeit war das sogar, wir sind von einem Treffen heimgefahren, 45 Minuten später war das Video fertig. Gell? Aber heute ist halt so viel Wuseling drumherum dazugekommen, dass man da einfach gar keine Zeit findet mehr zu Videoschneiden und so. Gell? Ist aber eigentlich krass, findet man wirklich bei jedem YouTuber so wieder. Ne? Mhm. Das ist echt Also das Wahnsinn. Haben wir auch teilweise schon, auch just in time immer. Aber ihr macht immer einmal die Woche gleich Uhrzeit. Also es ist nicht so, dass ihr jetzt das Video fertig ist, laden wir hoch, ist bei euch auch quasi nach Zeitplan. Mittwoch 18 Uhr, wenn alles hinhaut. Manchmal 20 Uhr, wenn irgendwas schief geht oder so, aber meistens ja, Mittwoch 18 Uhr. Ja. Aber Schnitt und alles macht Fabian? Das macht Fabian alles, genau. Wie lange sitzt er an so einem Video? Puh, das musste Fabian nachher mal am besten selber mal fragen, das kann ich dir gar nicht sagen. Der sitzt dann oben in seinem Büro und fuchtelt da ein bisschen mehr. Das finde ich halt auch so extrem cool an der Halle, dass das jetzt hier alles fokussiert auf einer Stelle ist. Ne? Genau. Das stelle ich mir schon extrem cool vor. Das ist schön. Der Fabian muss halt immer zu mir fahren. Das war auch gar nicht so geplant früher. Der
Fabian ist ursprünglich früher immer nach Hause gefahren und hat da geschnitten und so und hat gesagt, hier, das ist mega zeitaufwendig, lass doch bei dir irgendwo schneiden. Und ich habe vorne noch ein Wohnhaus, wo mein Opa ehemals gelebt hat. Und angefangen hat alles, wir haben da eine Bierzeltgarnitur in dieses leere Wohnzimmer gestellt, ist ein Computer da drauf und so ging das Ganze los. Gell? Und dann ist das nach und nach gewachsen. Also richtig self-made, kann man einfach so sagen. So, ich würde sagen, wir gucken mal, was so geht. Also sieht auf jeden Fall schon mal voll aus. Ja, gehen wir mal rein. Achtung, die Tür hat gut Spannung. Es riecht schon gleich nach Lackiererei. Ja, wie man sehen kann, es war eine größere Halle, aber immer noch nicht mehr Platz. Gell? Hier stapeln sich mittlerweile schon wieder die ganzen Autos. Aber eigentlich ist es halt einfach ein Volltraum, die Halle, ne? Hell, hoch, frisch. Ja. Also das ist jetzt hier so mehr so Werkstattbereich, wo man auch reden. Vor allem jetzt für euch auch. Jetzt habt ihr auch, wie ist das so, wenn man auf einmal drei Hebebühnen zur Verfügung hat? Ich muss ganz ehrlich sagen, immer noch zwei zu wenig. Das ging jetzt alles so schnell und du hast so viel zu tun, dass du das noch gar nicht so richtig realisieren konntest, wo man jetzt hier eigentlich gerade ist und was mir eigentlich macht. So, dass man sich mal zur Ruhe setzen konnte und das hier wirklich genießt, das kam bisher noch gar nicht so wirklich vor. Ne? Aber es ist natürlich extremst arbeitserleichternd, nicht jedes Mal fünf Autos aus meinem Hof rauszufahren, um das nächste wieder reinfahren zu können. Ja, ne? Ja, das ist auch bei uns auch immer so. Wir müssen auch zwischen den Videos so viel Auto von hier nach da, dann können wir da filmen, da können wir nicht filmen, hier kann es auch noch nicht filmen. Das schon, darf man noch nicht zeigen. Schon anstrengend. Das mit dem nicht zeigen ist bei uns eigentlich gar nicht so schlimm, das ist mir eigentlich immer peng. Ja, das haben wir uns, hatten wir anfangs zwar auch, aber das haben wir uns auch so ein bisschen abgewöhnt. Weil das ist schon. Eigentlich haben wir bisher nur eine einzige Sache immer geheim gehalten und das ist halt, dass Limo Völkerbohnen bleibt. Das war das Einzige, was wir so durchgeschummelt haben, sonst eigentlich noch nie irgendwie irgendwas. Mir fällt jetzt auch nichts ein. Ne? Was aber auch genau zu euch passt, finde ich, ganz oft ist es ja so, man zieht ein und ab dem Moment passiert gar nichts mehr in der Halle. So, weißt du, bist du angekommen und fertig. Bei euch sieht man ja schon, wie ihr wirklich jeden Abend gefühlt eine Wand weiterstreicht. Ne? Ja, ja. Und da hier was vorne und da was vorne immer weitermacht. Das ist halt Step für Step. Ne? Das ganze Konstrukt muss natürlich auch weiterlaufen. Die Autoumbauten, die Videos und so weiter und so fort. Und da kann man jetzt halt nicht sagen, wir stellen uns jetzt ein halbes Jahr nur mal an das Gebäude ran. Ja, ja. Das muss man halt alles so nebenbei irgendwie über die Bühne kriegen. So, eine Sache. Ihr habt da gerade gelackt, ne? Ja. Alleine das war schon krass. Guck mal hier so. Wie heftig das halt gelackt ist, weil es gibt ja auch Bremssattel lackieren und Bremssattel lackieren, das ist ja immer so von bis, ne? Das stimmt, ja. Und das war ja schon wirklich so richtig, richtig bis in die letzte Ecke alles glatt geschliffen und so weiter, ne? Da gibt es ja viele, die strahlen und los geht's, ne? Ja. Hält das mit Lack? Geht das? Das, ohne Problem? Das ist ganz normaler Lack und da hatte ich noch nie Probleme damit. Krass. Weißt du, was mir vorhin aufgefallen ist? Wir gehen mal auf die andere Seite. Hast du sowas schon mal gesehen hier? Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Da ist ein Lautsprecher drin im Radkasten. Völlig crazy, oder? Das habe ich auch noch nie gesehen. Also ich wüsste jetzt nicht, was das... Da ist er ja, komm ruhig ran hier, einmal Hallo sagen. So, da haben wir Fabian. Guten Tag. Wir müssen uns auch noch unterhalten. Wir haben nämlich schon kurz über das Schneiden der Videos gesprochen. Ja. Und dass das bei euch auch immer recht spontan ausfällt und just in time hochgeladen wird. Ja, eigentlich immer. So, das Übliche unter allen YouTubern, ne? Ja. Ist ja meistens immer so. Das stimmt. Ja, nee, sehr cool. Wir kommen auf jeden Fall noch zu deinem Arbeitsplatz. Wir machen einen kleinen Rundgang erstmal. Wir müssen erstmal den Lautsprecher noch zu Ende bewundern. Nee, das habe ich auch noch nie gesehen. Komisch, ne? Keine Ahnung, gibt es bei den Dingern so auch schon so Arten Soundmodul? Nee. Ich weiß nicht, ob es für die Fußgängerzone ist, so ein bisschen Pausen, dass das Geräusch da ein bisschen verstärkt wird, aber ich habe keine Ahnung. Krass. Weil jetzt ist ja tendenziell alles eher gedämmt. Ja. Aber wir werden es rausfinden. Hm. Aber dass der dann auch nicht feucht wird oder so, ne? Muss ja die Radtauschale auf jeden Fall vor, ne? Ja, aber trotzdem, so ein bisschen gewisse Feuchtigkeit. Und hinten gegengeschraubt? Kann da schon irgendwie immer hinkommen. Aber muss eigentlich irgendwas. Ja, ja. Ja, mega. So, okay, das heißt, das ist jetzt einfach nur einmal Auto gekommen, Bremse abgebaut, lackiert und wieder dran. Genau. Das ist ein guter Kollege von uns, der Sascha. Der ist sehr penibel, sag ich mal so. Und deswegen bringt er eigentlich regelmäßig seine Fahrzeuge immer zu uns zum Lackieren. Und ja. Und das ist Aufkleber unter dem Klarlack, ne? Das ist jetzt ein Aufkleber, ja. Wir hätten jetzt natürlich noch eine Stufe weiter übertreiben können, hätten jetzt den Klarlack nochmal leicht angeschliffen, dass wir hier quasi eine Ebene haben und dann nochmal Klarlack drüber, dass das dann wie eine Fläche ist, aber... Das geht echt, dass du den Aufkleber damit nicht beschädigst? Genau, also so du musst da jetzt vorsichtig rangehen, dass du erstmal ein bisschen von der Schicht runterholst, nochmal Klarlack drüber und dann ist das eigentlich fast flächig. Jetzt muss man dazu sagen, du warst gelernter Lackierer. Ich bin gelernter Kfz-Mechatroniker. Mechatroniker, also okay, also Lackieren quasi selber beigebracht. Quasi, ja.
Mein ehemaliger Chef hat mir damals so ein bisschen die Pistole auf die Brust gedrückt, hat mich dann in Lackiererei gesteckt. Im wahrsten Sinne des Wortes? Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, du machst das oder du gehst, so in der Art, gell? Weil er halt mitbekommen hat, dass ich daheim auch immer meine Fahrzeuge selber lackiere und so. Und wer will heutzutage schon Lackierer werden, gell? Ja. Kein Schwein. Und ja, so bin ich da reingerutscht. Hab mir dann eigentlich auch so gedacht, das Spiel mache ich nicht mit. Ich mache das schon erstmal mit, suche mir aber irgendwo einen neuen Job. Und sobald ich das dann angefangen habe, war ich davon fasziniert, gell? Weil ein Fahrzeug, was, keine Ahnung, bis zur Frontscheibe zusammengeschoben ist und am Ende des Tages wieder schick und wie neu dasteht, ist was anderes als ständig Filter zu wechseln und Öl zu wechseln. Okay. Gell? Ja, sehr schön. Cool. Wie viele Quadratmeter habt ihr jetzt hier insgesamt? Die Halle hat eine Grundfläche von 600 Quadratmetern und das Grundstück 6.000, also könnte noch ein bisschen was hinten. Ne? Platz ist noch da. Platz ist noch da. Waschboxen. Ja, zum Beispiel. Aber beschreib nochmal das Gefühl, muss einfach brutal sein, wenn du jetzt hier nachmittags reinkommst, ne, und vorher so deine Holzschrauberhalle aufgemacht hat, sage ich jetzt einfach mal so mit zwei Plätzen, ne, und jetzt machst du hier Licht an. Und ja, man muss auch sagen, das kann sich auch jeder Beteiligte jetzt hier freier fühlen, gell, weil, wie gesagt, das war ja alles bei mir zu Hause, und wenn Fabian dann gekommen ist und so, ja, das war ja dann schon so, dass das mein eigener Hof war und so, und die Leute da immer so ein bisschen vorsichtig agieren müssen, darf ich jetzt bei ihm einfach so in die Garage rein oder in sein Zimmer, um irgendeine Speicherkarte zu holen und so. Und hier ist halt neutraler Boden und hier kann jeder tun und lassen, was er will. Okay, das heißt, jetzt hast du dann auch dadurch mal wieder so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Privatsphäre gewonnen. Zu Hause. Sonst warst du ja eigentlich nur zu Hause durchgehen. Also mein Vater hüpft im Dreieck mit einem Grinsen im Gesicht, weil er endlich mal wieder seine Autos in die Garage stellen kann. Ja. Weil dann war es ja da tatsächlich so, Schrauben mal kurz rein, das heißt, da war es ja eigentlich von morgens bis abends 24/7 da, ne? Ja, ja. Und das heißt, hier ist auch immer was los, hier ist immer Halligalli wahrscheinlich, ne? Hier ist immer Halligalli, genau. Wie ist das euch hier so mit euch, so Polizei und so auf dem Dorf? Die ist hier sehr präsent, allerdings hat die mit uns hier nicht viel am Hut. Ja. Also früher schon mehr, weil früher haben wir wirklich noch Autos gefahren, gell? Mittlerweile haben wir ja gar keine Zeit mehr, die eigenen Autos zu fahren. Wir sind ja wirklich nur noch am Schrauben, Filmen, Machen, Tun. Das ist echt schwierig geworden. Krass, cool. So, jetzt überlege ich. Gehen wir da erst weiter? Ja, wir können hier nachher gucken. Also das ist eher so die Kfz-Schrauberhalle hier und hier ist eher Könnte eine vollwertige Firma sein eigentlich? Karosserie-Lackbereich, sag ich mal so, ne? Chefsessel. Auch schon am Start. So, den haben wir ja schon auf der Messe gesehen. Genau. Und da so viel weiter ist er noch nicht gekommen, bis auf das ein bisschen Heck neu gekommen ist und die Schwellerpartie links. Wie gesagt, die ganze Halle hier hat halt so viel Zeit gefressen, dass wir dann weitermachen. Ja, ich wollte gerade sagen, also das, was ihr hier geschafft habt, ist schon. Das ist schon heavy, ne? Ja. Ich überlege, wo wir anfangen. Warte mal, noch eine Bühne? Hier kommt jetzt auch noch eine Bühne hin, weil. So, bei 6 nicht reichen. Ihr seht, dass wir Platzprobleme haben, so eine schöne Parkbühne. Habe ich bei den Kollegen, wie heißen sie? RS Hardcore gesehen. Mhm. Die haben die komplette Halle voller so Parkbühnen. Das ist so eine 4-Säulen-Bühne. Da kannst du 2 Autos draufstellen, hochfahren und noch 2 runterstellen. Also mega Platzspannung. Habe ich durch Zufall von einem chinesischen Lieferanten von mir zugeschickt per E-Mail gerade. Die gibt es sogar als Dreier. Die gibt es also sogar als Dreier. Gleich über 3 wollt, könnt ihr gleich 6 Autos hinstellen. Aber da stehen nur 3 Autos auf einer Bühne quasi übereinander. Genau. Nicht doppelt. Nee. Ja. So, aber also muss 2 hinstellen. Haben wir jetzt auch erst überlegt, aber das wäre dann zu viel. Von der Höhe könnte es vielleicht ganz so funktionieren. Und das ist euer jüngstes Projekt, ne? Genau. Das ist ein Porsche 356 Replika und den haben wir wieder neu lackiert. Gibt es da verschiedene Replikas oder gibt es da nur einen Hersteller? Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß, dass es das Teil auf jeden Fall auch noch als Coupé gibt in England, aber die sind dann meistens so aus Amerika und so, diese Cabrios. Ja. Da gibt es auch von der Qualität natürlich extreme Unterschiede. Weil die komplette Karosserie ist natürlich aus GFK, gell? Und desto dicker das ist, desto schöner ist das von der Oberfläche. Und die ist komplett GFK? Die ist komplett GFK, bis auf die, auf das Chassis unten drunter, das ist ein VW Käfer. Das ist dann da quasi auf das... Und dann dementsprechend auch Käfer Motor drin gelassen? Ja. Oder bist du da nicht? Da ist ein zweiter da von Volkswagen drin, ob das jetzt vom Käfer ist, kann ich dir gar nicht genau sagen. Und wie war das so mit voll GFK-Chassis, also beziehungsweise Karosserie? Ein bisschen Action, ne? Bis das so glatt geworden ist alles? Ja, das war schon ein bisschen Action. Wir haben aber jede Menge Löcher zugemacht. Also die Spiegel waren ursprünglich hier vorne auf dem Kotflügel zum Beispiel. Die kommen jetzt an die Türen und so weiter und so fort. Also mussten wir jede Menge Löcher verschließen. Aber
Ich meine, das ist halt kein Blech, ne? Aber für GFK lässt sich das schon sehen. Ich wollte gerade sagen, für GFK ist schon krass. Ja, ja. Da kann sich der ein oder andere Lackierbetrieb auf jeden Fall schon eine Scheibe von abschneiden, ne? Wie hoch schätzt du die Chancen, dass der genau so bleibt vom Lackbild her? Das ist ja bei GFK immer so eine... Der bleibt schon so. Also der hat ja schon ein gewisses Alter, gell? Also das setzt sich dann, meistens wenn das frisch hergestellt wird, setzt sich das dann mal. Aber wenn das dann ein gewisses Alter erreicht hat, dann fällt da eigentlich nichts mehr nach. Ja. Krass. Felgen bleiben so oder kommt da noch was anderes drauf? Da kommen noch andere Felgen drauf. Das Ding wird noch komplett gesattelt. Das aber machen wir aber nicht. Trotzdem die Stahlfelge erstmal schön gemacht. Quasi. BMW. Auch cool. Das ist auch so ein Spezialkunde von uns. Er hat mehrere Fahrzeuge in seiner Garage stehen, unter anderem auch ein RWB, so einen blauen, den haben wir damals auch lackiert. Und das war auch so ein komplettes Lackierprojekt. Das Ding ist komplett KDL-beschichtet zu uns gekommen, mit einem leichten Seitenschaden rechts. Und das Teil hat jetzt quasi das volle Programm gekriegt. Da hat der Alex Schwan mir gerade auch noch ein Foto von geschickt gehabt, durch Zufall. Von? Der die KDL-Beschichtung gemacht hat. Ja? Kablas. Er war bei Kablas auch zum KTL. Das kann sein. Der hatte mir nämlich noch ein Foto geschickt, weil hatte ich mit dem über gesprochen, der hatte das irgendwie gesehen und hat mir dann gleich ein Foto geschickt, der war auch bei uns. Und nach der Lackierung ist das Teil zu einem absoluten Freak gekommen, WWW E30 TV. Mhm. Der baut eigentlich 24/7 nur so E30 im 3 auf. Das ist echt crazy. Der weiß, wo jede Schraube sitzt. Krass. Aber muss man auch wirklich sagen, ist optisch schon eine 1, wie das Ding hier so steht, ne? Ja. Also ich fahre ja Rennautos generell in weiß. Ich finde immer so mit Zelle drin muss so ein Innenraum einfach weiß sein. Ich finde alles andere geht irgendwie komplett unter. War auch ziemlich tricky, das zu lackieren, muss ich ehrlich sagen. Wir hatten das ja auf so einem Drehständer. Ich stand quasi seitlich im Auto drin und habe das Auto überall lackiert. Und dann drehst du es wieder rum und dann denkst du ja, an dem Rohr ist immer noch ein bisschen dunkel. Das war echt voll Katastrophe. Kann ich mal reingucken? Ja. Ist offen? Also alles, was du in dem Auto siehst, ist da wirklich echt geil. Da ist jetzt nicht irgendwie Fake Shifter, da ist wirklich ein sequenzielles Getriebe drin. Alter, da ist ja feinstes Gedeck hier drin. Gar nur, nicht mal so wenig. Das heißt, wir reden dann von so, keine Ahnung, 15.000 Euro Getriebe oder so. 18.000 Euro Getriebe. Und nur das Getriebe, ne? Und dann kommt noch der Rest dazu. Ja, und drin ist eine S54 Maschine. Dann riech mal, der riecht sogar wie neu. Mach ich später. Obwohl nur, eigentlich nur Blech ist, riecht er trotzdem wie neu. Aber es liegt natürlich an dem ganzen Alcantara. Junge! Die springt auf, die ist nämlich aus Echtcarbon ziemlich leicht. Aber hier ist auch, weil wir jetzt gerade so ein bisschen mit der Thematik Zelle ein bisschen mehr beschäftigen, sowohl für Marius als auch für den Arbeiter und so, hier ist halt auch mal so die richtig männliche Version einer Zelle drin. Auch komplett auf alle Achsaufnahmen gegangen? Und auf die Dome. Genau, und auf die Dome, krass. Siehst du hier, wenn du hier mal reinfilmst, okay, das wird sich spiegeln, ne? Aber da siehst du hier auf die Achsaufnahme gegangen und hinten auf die Dome. Geil. Aber genau so muss auch eine Zelle aussehen. Ich finde ja die Strebe auch so geil. Ja. Diese Ohrenstrebe. Und halt alles aus Echtcarbon, was geht, ne? Außer die Türen. Also die Stoßstangen, die Heckklappe, die Motorhaube, die Kotflügel. Also auch alles Carbon? Das ist alles Carbon. Das ist schon ein bisschen heftig. Vor allem, was ich ja auch richtig feiere, sind die Türpappen nicht einfach nur als gerade Platte. Ja. Sondern nochmal mit so einer kleinen Vertiefung drin. Der hat noch einen als LTO-Umbau, einen weißen. Und da sind nur diese Platten drin. Aber ist dieses Auto schon einen Meter gefahren oder steht der seitdem? Nee, der steht seitdem. Also der ist jetzt frisch aufgebaut worden, der kommt direkt von der 30 TV hierher. Jetzt machen wir noch so 2-3 Lackarbeiten, wo sie ein bisschen angestoßen sind beim Zusammenbauen und so. Und dann wird das Ding auf dem Nürburgring erstmal abgestimmt. Direkt beim Fahren. Maschine, Motor. Maschinengetriebe. Vor allem, das ist halt sowas, das habe ich jetzt ja auch schon gelernt, weil für uns war ja Rennstrecke auch komplettes Neuland. Ja. Man darf immer nicht vergessen, wer so ein Auto so richtig bewegt, da ist ja schon die Chance des Einplankens schon relativ groß immer leider. Ne? Aber der Besitzer hat sich echt, also der ist da hinterher, der hat sich wirklich so einen Rennsimulator gekauft. Der steht daheim in seiner Garage, da steht er drinnen. Da gibt es ja wirklich so richtige geile Simulatoren. Weil, stell dir mal vor, sowas, erste Achtung und hämmerst das Ding irgendwo rein, ne? Ja. Oder du musst doch nicht mal schuld sein. Keine Ahnung, genau, mit seinem Nissan Micra sich vor dir drehen und kann dir das Ding zerstören. Aber brutal. Das Ding ist ja wirklich wie neu. S54 mit Kompressorumbau hat jetzt 600 PS. Und das merkst du halt auch, dass das Fahrzeug Kraft hat, allein wenn du drin sitzt und machst das Ding an. Ja, das ist echt krass. Ich meine, 600 PS ist für dich nichts, ne? Ja, dem auch nochmal definitiv. Nee, aber ich bin mal wirklich gerade wirklich extrem positiv überrascht,
ich habe bisher noch nichts gefunden, was ich irgendwie anders gebaut hätte, weil es ist halt wirklich alles einfach neu und schön und geordnet und nicht einfach alles so neu. Der komplette Unterboden, das ist jede Buchse, jede Schraube ist wirklich neu an dem Auto. Heftig. Und auch komplett von, ist da quasi komplett alles von dem S54 drin? Oder wie ist da das ist hier mit ABS und so weiter? Ein gesondertes Rennsport-ABS drin, was programmierbar ist, was programmiert ist auf die Reifen und Zeuggröße und so weiter und so fort. Hatte ich mich spaßeshalber auch gerade mal so ein bisschen mit beschäftigt, wegen Lambo und so weiter. Ja. Jo, aber als ich den Preis gesehen habe für so ein Bosch Motorsport ABS, also kannst du dir ungefähr, habe ich direkt wieder vergessen. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was hier steht, weil wenn ich sage, hier ist die Creme de la Creme drin, die ist wirklich da drin, ja, das ist echt. Weil das ist dann wirklich schon so ein 200.000 Euro BMW, ne? Ja. Denke ich mal schon. Ein KW Competition Fahrwerk drin. Wahrscheinlich alles Uniball an Achsen. Das weiß ich gar nicht. Vermute ich mal. Das war krass. Wirklich heftig. Auch mal eine neue Art und Weise. Wir haben bisher immer, wenn dann an der Kante abgeklebt und lackiert, ne? Ja. Und nicht noch ein bisschen um die Kante rum. Um die Kante rum ist eigentlich auch ganz gut. Steht echt schön da, das Auto. Ich überlege, ich gucke, auch wenn es fies ist, ich suche die ganze Zeit gerade irgendeinen Fehler, aber ich finde aber nichts. Es ist wirklich alles genau so, wie es sein muss. Und dann auch noch mit Vollslicks drauf. Okay, ja, der will es echt wissen. Stell dir einfach mal vor, du baust so ein ganzes Auto komplett auf, fährst damit zwei, drei Runden und es fährt einfach wieder rein, ne? Hm. Beim Abstimmen. So, ich würde es ja verstehen, wenn es, so weißt du... So einen Schockmoment hast du auch mal für dich in deinem Leben. So, ja, aber ich habe ja immerhin 10 Jahre lang war ich ja auf der Autobahn überall unterwegs und so weiter, ne? Ja, ja, ja. So, und das ist ja wirklich... Ja. Der Besitzer selber schraubt auch ein bisschen selber oder ist komplett nur so von Werkstatt von Hand zu Hand gegangen? Ja, er ist sehr interessiert und legt vielleicht auch mal selber Hand an, aber so sehr in die Materie geht er da nicht rein. Ja. Er ist eher so ein... Büromensch, sag ich mal so. Ne? Aber ja, geil. Vor allem 600 PS mit Heckantrieb, mit Kompressor und der Kiste musst du auch dann definitiv erstmal musst du fahren können. Ne? Ja. Absolut schön. Fällt mir nicht rein. Ne? Ja, heftig. Vor allem muss auch eigentlich richtig schnell sein, ne? Mit der Leistung und dann so, mit den Komponenten. Also die Sachen, also mit so einem Cup Porsche kann der wohl auf dem Nürburgring mithalten, so ein Ding. Also ab auf dem Nürburgring. Die genauen Zeiten kann ich dir jetzt nicht sagen, aber... Nee, sehr cool. Soll der bleibt der optisch genauso oder kommt da noch irgendwie so designmäßig drauf? Da kommt noch ein Holly Hollaf-Kribbel in der Spur. Nee, optisch bleibt das Ding genauso. Nicht irgendwie so BMW Motorsportfarben oder nee, so, noch so ein bisschen in Richtung folieren? So. Er wollte den schön clean. Also er wollte das Auto fast wie Originalzustand haben, nur halt als richtigen Rennwagen quasi. War aber kein originaler M3. Das ist ein originaler M3. War sogar ein originaler M3, oder? Ja, ja, ja. Okay, das ist krass. Ja. Das ist wirklich. Was da an Arbeit drin steckt, ist wirklich brutal. So. Ja, das habe ich auch mitbekommen hier. Ich möchte nicht drüber reden. Wird aber genauso einfach wieder aufgebaut, fertig. Genau. Da hinten ist jetzt die neue Schussstange schon. Auch schon war. Ja. Und deswegen wird es wahrscheinlich wieder sehr viel Arbeit, das wieder schön zu machen. Wie viele Stunden sind in die Stange reingegangen, bevor es fertig war? Ach, da standen wir mehrere Tage immer abends da und haben dann wirklich die ganzen Spaltmaße aufgespachtelt und gemacht und getan, um allein da erstmal Fläche reinzuschleifen. Ja. Ja. Erstmal grob schleifen, dann füllern, dann den Füller richtig schön schleifen, kürzen. Dann brennst du das Ding ja ein und machst erstmal richtig schön Temperatur drauf, dann wird das wieder wellig, dann musst du wieder schleifen. Also es ist schon ein Act, so eine GFK-Stoßstange wirklich in eine schöne Qualität hinzukriegen. Ja. Mhm. Zeigt ihr sowas auch auf YouTube dann mal selber, so richtig, richtig detailliert von Schritt zu Schritt? Genau. Auch komplett? Ja, alles. Mhm. Also ich glaube, das zeichnet uns, glaube ich, auch so ein bisschen aus, dass wir wirklich da nichts verschönen oder so. Ja, oder so sieht es jetzt aus und dann ist es fertig und so. Nee, aber dann verstehe ich jetzt auch noch umso mehr, dass du sagtest, dass es filmerisch so viel Aufwand ist, weil klar, wenn du da natürlich jeden einzelnen Schritt jedes Mal wieder, musst du ja schon ganz genau überlegen, wann in den Ofen, jetzt müssen wir filmen, dann kommt wieder das drauf. Und das machst du dann meistens noch auf verschiedenen Plattformen, zwischendurch noch so ein bisschen auf Instagram und dann machst du mit YouTube weiter und dann überlegst, da habe ich das jetzt schon gesagt für YouTube und so. Da kommt es nämlich manchmal auch in einem Video dazu, dass du vielleicht zwei, drei Sachen doppelt wiederholst, was du gar nicht anders schneiden kannst, gell? Das ist manchmal Katastrophe. Aber von der Tiefe her wären das alles so genauso so deine Tiefe überall, ne? Ja. Definitiv. Haben wir jetzt aber beide Luft mittlerweile, gell? Ja. Und wie ist das so mit Luft und nicht Luft? Was cooler für euch? Also ohne Luft war cooler natürlich, aber so ist es halt entspannender, gell? Muss man ganz klar sagen. Ohne Luft cooler im Sinne von fürs Gewissen cooler oder weil es cooler gefahren ist? Ja, es ist
es hat halt auch jeder gedacht, es wäre Luft drin, so tief wie das Ding war, ist der dick, gell? Und deswegen war das schon ein Brecher oder war schon so ein Markenzeichen von dem Auto, dass es so tief gefahren ist, ist der dick. Und warum der Umstieg auf Luft, um noch tiefer zu fahren? Weil ich unbedingt diesen Akku-Air-Tank haben wollte, wo dieser Kompressor im Tank ist. Und Akku-Air hat ja so ein kleines Insolvenzproblem gehabt. Gell? Da habe ich mir so gedacht, ja, bevor ich so einen Tank nie wieder bekomme, holst du dir jetzt so einen Tank und dann habe ich den Tank und dann habe ich natürlich auch gleich umgerüstet auf Luftfahrwerk. Geil. Und kann man mit dem Luftfahrwerk dann aber auch richtig durch die Gegend brettern, ja? Da kann man schon schön Galle geben, ja. Okay. Ich finde ihn ja in Schwarz glänzend geiler als vorher mit beige. Genau. Ich finde das so. Das ist ja genau meine Farbe so. Aber das, man, auf Bildern finde ich, wirkt das immer nie weit, wie flach so ein Auto eigentlich ist, ne? Wenn du jetzt so vorstellst. Man setzt sich ja gefühlt wirklich auf den Boden. Weißt du, wenn du hier so vorstehst und jetzt so reinguckst? Mhm. Wie tief das ist, krass. Rollt er so theoretisch noch ohne Probleme? Schleift nichts, gar nichts? Oder liegt so komplett? So liegt er auch. Okay. Das hier ist, das ist Marius. Traum eigentlich noch für den Golf. Muss man optisch geil finden, aber... Wird bei Ihnen im Golf aber auch brutal aussehen. Mhm. Weil er relativ viel echt Alu und so auch drin hat. Ja. Wir saßen das erste Mal bei JP in dem Golf 2 drin und man sitzt auch ganz anders drin. Ja. So mit dem Schutz links, rechts fühlt man sich irgendwie auf einmal sicher. Das ist das blanke Metall, ja, aber so unbequem ist das nicht. Das ist echt verrückt. Man sitzt da am Ende so fest irgendwie drin, dass das dann doch schon, weil ich dachte immer so, das muss ja die Hölle sein, auch gerade wenn mal was passiert, unfallmäßig und so weiter, aber durch diese Rundung und wie fest man da so drin sitzt, krass. Und die kommen auch wieder in den BMW? Die kommen in den BMW, das soll so ein bisschen ein komplettes Gesamtkonzept geben, alles in Aluminium gehalten im Innenraum, also die kompletten Fußräume, vorne bis nach hinten. Soll ein Aluminiumblech werden mit so gestanzten Löchern, die die Sitze halt haben. Soll dann quasi an der Rücksitzbank hinten hochgehen bis an die Heckscheibe. Und dann sollen dann einfach so zwei Lederstreifen in braun gemacht werden, sozusagen Andeutung für die hintere Rücksitzbank. Und die sollen halt auch teilweise dann noch mit diesem braunen Leder beledert werden. Noch ein bisschen Kissen kriegen. Ein bisschen Kissen und hier diese Flanken vorne beledern und so. Ja, Shifter kommen dann auch rein, natürlich auch. Aluminium, Hallo. Das soll halt alles so ein bisschen, die Felgen, die dann drauf kommen, wollen wir dann auch so Aluminium gebürstet machen, wie die quasi jetzt sind, dass sich das dann alles irgendwo ein bisschen wiederfindet. Gell? Aber war da nicht mal im Gespräch, dass auch elektromäßig irgendwas rein sollte? Das war im Gespräch, aber wenn, dann wollen wir nochmal ein komplett neues Projekt anfangen, weil das, glaube ich, für das Projekt, was so ein bisschen oldschool ist, da muss es ein bisschen... Ich dachte schon, man baut jetzt den Shifter in die Elektroautos. Rauchen, qualmen und quietschen und zumal habe ich schon die Auspuffaussparung jetzt in die Mitte gesetzt. Und wenn ich jetzt gar keine bräuchte, wäre es halt auch nicht so ein Zweck. Also soll schon auch ein bisschen im Rennstil werden, so ein bisschen clean alles, aber halt schon so ein bisschen, ich sag jetzt mal, futuristisch. Soll so ein Kunstwerk werden am Ende des Tages. Ja, so, und jetzt hier die zweite heilige Halle, die Lackierkabine. Genau. Die müssen wir erstmal anschalten hier. Wird hier täglich was drin lackiert? Wahrscheinlich mittlerweile schon fast, ne? Ach, nee. Wenn es so Kleinteile sind? Wenn es Kleinteile sind, dann werden die natürlich auch drin gemacht, aber... Ja, aber das muss für euch ja schon irgendwie so ein Traum sein. Ja, das ist echt... Was ist denn jetzt? Ich bin halt vorher immer zu meinem Arbeitgeber. Gott sei Dank hat er uns das alles erlaubt, nach Feierabend da zu lackieren. Ja. Aber wenn du halt wirklich dann auf keinen mehr angewiesen bist, musst keinen mehr nerven und hast dann wirklich so eine eigene Kabine, das ist schon oder jetzt verrückt, gell? Einfach abends lackieren, einfach stehen lassen, Feierabend machen und am nächsten Tag geht's weiter. Ne? Ja. Ohne, dass du das heizen musst, noch eine Dreiviertelstunde warten musst und das wieder raus muss, weil am nächsten Tag hier der normale Betrieb weitergehen muss. Ja. Einfach nur sexy, wenn ich diesen BMW da so durchgucken sehe. Das ist echt heftig, ey. Vorher ist halt auch, selbst in der Kickkabine kannst du halt auch gut so für jegliches Video, Foto und so weiter auch machen. Das stimmt. Also wenn du dir diesen 356er Porsche hier reinstellst, dann läufst du so rundherum, da läufst du mit dem Grinsen hier im Kreis. Gell? Das ist der Wahnsinn. Brutal. Ja. Jo. Wollen wir mal Richtung Fabiansreich gehen? So, da oben ist so Barbereich, oder wie, dass man auch gucken kann, ob unten gearbeitet wird.
quasi unsere Chill-Lounge. Falls wir uns doch mal 10 Minuten am Tag setzen sollten, wenigstens für was zu essen, dann ist es natürlich herrlich, wenn man hier runter auf die Werkstatt gucken kann. Ne? Wie sieht normalerweise euer Alltag hier aus? Also ihr seid ja eigentlich schon jeden Nachmittag hier. Genau. Also das ist sehr strukturiert. Also hier macht eigentlich irgendwie fast jeder alles, sag ich mal so. Gell? Ich stand gestern zum Beispiel da und habe die Bestellung gemacht, weil derjenige, der die Bestellung macht, diesen Tag halt nicht da war. Also ist jeder so ein bisschen darauf getriggert, irgendwo ein bisschen alles zu machen. Aber ist schon so 7 Tage die Woche hier? Genau, auf jeden Fall. Und auch mindestens 24 Uhr immer? Meistens, ja. Meistens. Krass. Wahnsinn. Und 24 Uhr liegst du ja noch nicht im Bett. Ja, ja, ja. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Lagermöglichkeiten für unseren Merch. Ich habe hier fast Fabians Vater von der Leiter geholt. Ja, hier gibt es eigentlich viel zu sehen. Also ein bisschen Lager etc. hier. Genau. Das war vorher für die Werkstatt, die vorher hier drin war, quasi Schraubenlager und Teilelager. Und jetzt ist es halt unser Merch-Lager geworden. Ich habe es gefeiert, wie die Jungs alleine die Regale alle lackiert haben. Mit jedes Eidose. Die gab es nicht direkt in schwarz zu kaufen? Oder? Die gab es teilweise direkt in schwarz zu kaufen. Allerdings haben wir damals angefangen, wo wir mit Holy Hall angefangen haben, mit 2 oder 3 Regalen, die waren damals blau. Ja. Aus dem Baumarkt. Gell? Ja, ja. Und die haben dann natürlich wieder andere Maße, wie als wenn du irgendwo schwarze bestellst. Ja. Und das hat sich nach und nach, sind das halt immer und immer mehr Regale geworden. Die haben wir dann nach und nach immer schwarz lackiert. Und da hat sich jetzt für den Rest das natürlich dann auch so ergeben, dass wir die restlichen auch wieder in den Maßen kaufen und dann einfach lackieren. Aber hat schon ganz gut was zusammen auch so. Ja. Sogar hier. Hightech. Ja, wir stellen jetzt auch gerade auf ein komplett neues Shop-System um, dass du den kompletten Wareneingang alles abscannen kannst, Ausgang und so weiter und so fort. Dass du auch quasi beim Greifen, nennt man das ja, wenn man irgendwie die Ware nimmt, dass du da auch gar keine Fehler mehr machen kannst. Mhm. Also du scannst dann hier wirklich überall alles ab. Und sobald du was falsch gegriffen hast oder so, meckert das System dann gleich rum, dass da wirklich keine Fehler mehr passieren können auf Dauer. Eigentlich schon krass, dass das alles noch so nebenberuflich läuft, ne? Das denken wir uns auch manchmal, ja. Was denkt der, wie lange noch? Also es wird ja irgendwann der Punkt kommen, wo das immer so... Ja, ich gehe mal davon aus, dass das mein Chef auch sieht, ja. Also der hofft schon, er hofft, dass es möglichst lange noch, ich bin so lange da bleibt. Ich bin gewählt, jedem es so lange recht zu machen, wie es geht, aber irgendwann, das weiß er auch... wird das auch ein Ende haben. Dann müssen wir das irgendwann Vollzeit machen. Das ist alles nicht. Allein schon für die Gesundheit, gell, das zieht ja dann doch schon ganz schön. Deswegen. Und am Ende des Tages wirst du trotzdem wieder 24-7 hier. Genau. Ganz genau. Cool. Krass, alles schön richtig frisch wie neu sauber. Ja, da würde ich sagen, gehen wir mal hoch ins Fahrrad. Wie oft macht ihr so Kollektion? Gibt es da einen festen Zeitplan oder einfach frei raus? Wie das ist eher ein bisschen chaotisch, wie alles so bei uns. Ne? Ja, aber. Also zwischendurch, wie gesagt, gestern habe ich Bestellung gemacht, dann habe ich mit Fabian noch 1,5 Stunden hochgesetzt und wir haben eine neue Kollektion so ein bisschen designt, also das machen wir wirklich alles auch noch selber und je nachdem wie Zeit ist oder wir bräuchten jetzt mal wieder Nachschub, das dauert ja dann auch immer so 1,5, 2 Monate, bis das dann produziert ist, da musst du schon ein bisschen vordenken, oh das Lager wird jetzt langsam leer, produzieren wir nochmal nach oder machen wir neuen Merch und so weiter und so fort, das muss man dann halt alles. Wann habt ihr mit der Holy Hall angefangen? Im 1. Januar 2016. Also wir haben 2015 angefangen zu filmen, Ende des Jahres, und dann ging es dann schon so Richtung Dezember hin. Wir haben uns gedacht, ja, es wäre doch cool, direkt als Neustart ins neue Jahr, direkt am 1.1.2016 das erste Video hochzuladen. 5 Jahre, Zeit vergeht. Ja, jetzt stehen wir hier. Ja. Und haben noch 6.000 Quadratmeter Platz. Genau. Also kann noch 5 Jahre weitergehen. Ja. Da gehen wir mal hoch zu Fabian, es ist noch ein bisschen dunkel hier. Wir haben nämlich hier die falschen Lampen gekauft. Der Billigkauf kauft 2-mal, würde ich sagen. Aber hat auch Charme. Das hat auch ein bisschen Charme. Ja, man sieht ja, wo man langläuft, gell, aber könnte schon noch ein bisschen besser sein. Man muss auch dazu sagen, eigentlich ist auch selbst die Immobilie für euch irgendwie perfekt. Ne? Also ihr werdet euch das schon geschickt so alles eingerichtet haben. Fabian ist es zwar ein bisschen zu laut, weil wirklich dieses Blechdach hat noch so ein paar offene Stellen Richtung Werkstatt. Also wenn man was wächst, ist es schon sehr laut hier drin. Deswegen versuchen wir das da jetzt nochmal nach und nach zuzumachen. Alles ein bisschen abzudämmen. Ja. So. Kamerakäfig hier wollte Fabian unbedingt haben. Um sein Equipment hier aufzuhängen. Finde ich auch absolut genial. Die Idee werde ich mir auch definitiv kopieren. Weil wir machen bei uns auch gerade Büroflächen komplett neu. Ja. Und ich finde es einfach
Es hat sich halt auch angeboten, diese Durchführung hier, das war vorher, wo die Autowerkstatt hier drin war, war das hier oben Reifenlager. Mhm. Und da hatten die oben eine Seilwinde und haben quasi ihre Räder durch diese Luke hier hochgezogen und dann hier eingelagert. Gell? Jetzt hat sie hier so ein offenes Loch, was machst du damit? Es war natürlich prädestiniert, hier eine Platte reinzumachen, die von unten beleuchtet ist und hier so ein Käfig drauf zu bauen. Ja. Das war quasi mein Arbeitsplätzchen oder auch mein Julian seins oder mein Clemens seins. Ja. Und hier sitzt der Chef höchstpersönlich vom Büro, der Fabian. Ja. Hier wird geschnitten. Hier wird geschnitten, ja. Hier entsteht der ganze Zauber. Sehr cool. Wir haben schon darüber geredet, wie lange brauchst du zum Schneiden immer für eine hier? Unterschiedlich, je nach Aufwand. Von bis? 8 Stunden im Schnitt. Mhm. Schon lang, ja. Schon viel. Ja. Also man muss auch dazu sagen, dass wir jetzt nicht hier so random ein Video schneiden, mal schnell ein bisschen was zusammen. Also Fabian gibt sich da wirklich immer extrem viel Mühe, da auch ein bisschen Emotionen rüberzubringen, auch Musik und so weiter und so fort. Also der gibt sich da schon extremst Mühe. Sag ich also nicht so wie bei uns, wir filmen heute 35 Minuten und machen 36 jetzt Video. Ja, hier macht man ja jetzt nicht unbedingt irgendwas, was da, du schneidest meine Sprache wahrscheinlich ein bisschen schöner, ne? Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Und so viel Hexerei ist da ja gar nicht dabei, nee, eigentlich, nee. Ne? Es sei denn, du machst hier noch einen überkrassen Carpoor nachher in der Werkstatt. Das wird hier einfach One-Take. Der einzige Schnitt ist der, wo die Kamera nach 30 Minuten läuft. Und der muss ja auch sein, sonst kriegst du es ja gar nicht erst zusammen. Ja, nee, geil. Ja. Cool. Ich find's auf jeden Fall krass, wie das gewachsen ist. Wir selber. Wie ihr das auf jeden Fall durchgezogen habt. Ja. Und ich bin gespannt, was auf den 6000 Quadratmeter noch hier so alles entsteht und wächst. Ja. Cool ist, dass man hier auch zum Beispiel dann auf dem Grundstück seine eigenen Treffen veranstalten kann. Ne? Zum Beispiel, wenn endlich mal die aktuelle Lage rum wäre, dann wäre das sehr schön. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, uns spielt das wirklich sehr gut in die Karten. Die Veranstaltungen würden uns dann noch mehr Zeit rauben quasi. Ja. Und deswegen, auch preislich von der Halle war es sehr gut. Ja. Und deswegen können wir uns quasi eigentlich gar nicht beschweren. Weil euer Traum ist es natürlich auch hier nochmal so richtig große Eröffnungen, einmal richtig Eskalation. Klar. Wird auch kommen wahrscheinlich auf jeden Fall, wenn Corona vorbei ist. Auf jeden Fall. Dann seid ihr natürlich auch recht herzlich eingeladen. Ja. Wir nehmen den Ritt über die Landstraße nochmal auf. Was auf jeden Fall extrem ist, wenn man das Ganze so bei euch immer Instagram und so weiter sieht, sieht das schon groß aus. Ich finde, es ist live aber nochmal größer. Hier drin? Ja. Weißt du, was das Problem an unserer Aldenhalle war? Dass es viel größer aussah, als es wirklich war. Du hattest wirklich, wenn man jetzt unten so einen Bühnenbereich nimmt quasi, ein Bühnenbereich war wirklich diese Werkstatt. Gell? Du konntest da mit so einem Abstand im Auto vorbeilaufen und das war's. Gell? Dadurch, Da ging es nur so ein bisschen noch um die Ecke rum, da hast du vielleicht gerade so ein Auto reinfuchsiert bekommen und das war's. Das ist schon crazy. Nee, ich finde so gerade so Werkstattbereich und so sieht schon... für Hobby, für dich die Werkstatt sehen, die größer ist. Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, mega, dass das so spontan geklappt hat. Ja. Just in time quasi. Habt ihr auf jeden Fall gut gemacht. Muss man einfach mal sagen. Wirklich, wirklich richtig cool. Dankeschön. Und noch weiterhin viel Erfolg mit den 6000 Quadratmeter. Mal gucken, was noch so passiert. Und wenn es irgendwann hier eine Eröffnung gibt, dürft ihr natürlich alle zahlreich herkommen. Bevor wir das Video jetzt hier beenden, müsst ihr aber allerdings noch die schönste Aussicht genießen. Ne? Auf den BMW. Von unserer Chill-Area quasi. Auf die Werkstatt. Wirklich der schönste Platz der ganzen Halle. Da will ich gar nicht mehr nach Hause fahren. Ja, es ist... Da will ich wirklich nicht mehr nach Hause fahren. Hier braucht man keine Bar mehr. Wir haben extra ein paar Brötchen für euch geschmiert. Ne? Gibt gleich noch was zu essen. Sehr gut. Habe ich wirklich, ist jetzt kein Spaß. Ich habe auf dem Hinweg noch gesagt, ihr macht euch ja immer abends hier Essen selber. Ja. Ne? Wir haben erst so aus Spaß gesagt, wahrscheinlich gibt es hier einfach in der Ortschaft nicht so. Und ihr seid gezwungen dazu, das hier so zu machen. Ne? Und bestimmt bereiten die für uns auch irgendwas vor. Und das ist tatsächlich so. Ne? So ist es. Ja, nee, mega. Jo. Deswegen, also ich persönlich, deswegen habe ich das auch schon gesagt, glaube einfach, dass wenn ihr hier selber reinkommt, das muss einfach ein geiles Gefühl sein. Ist es, ja. So, weil es ist ja wirklich nicht so ein bisschen größer geworden. So, es ist ja wirklich extrem größer geworden, ja. Es ist ja nicht ein Atömchen, sondern es ist exorbitant größer. Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Nochmal danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Bitteschön. Wenn ihr Bock habt, zieht euch ein paar Videos rein und wir sehen uns demnächst wieder.